Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich bin Jibril und ich reagiere heute zu einem Video, welches heißt Die Schöpfung der Engel. Okay, wir legen jetzt einfach mal los. Ich zähle wieder auf 3. 1, 2, 3, let's go. Bevor Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, erschuf er die Engel. Die Engel sind weder weiblich noch männlich. Aisha radiallahu anha berichtet uns von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Malaika sind aus Licht erschaffen, die Djinn aus rauchlosem Feuer und Adam aus dem, was uns bereits berichtet wurde. Die Engel wurden aus Licht erschaffen. Es ist aber nicht das Licht, das wir kennen. Und wir fragen auch nicht danach. Allah subhanahu wa ta'ala machte die Engel zu Boten mit Flügeln. Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Schöpfer der Himmel und der Erde, der die Engel mit je 2, 3 und 4 Flügeln zu Gesandten gemacht hat. Er fügt der Schöpfung hinzu, was ihm gefällt. Allah hat wahrlich Macht über alle Dinge. Die Malaika essen nichts und trinken nichts. Tag und Nacht sind sie im Zustand der Anbetung. Niemals werden sie müde oder erschöpft. Auch sind sie nicht vergesslich und sie führen jeden Befehl aus. Bedingungslose Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ja, ayyuhalladhina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ihr, die den Iman verinnerlicht habt, schützt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Über ihm sind strenge, harte Engel, die sich Allah nicht widersetzen, was er ihnen befiehlt. Und sie machen, was ihnen befohlen wurde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, als ich hoch zum 7. Himmel reiste, sah ich dort Al-Bayt al-Ma'mur und ich fragte Jibril, was ist das für ein Ort? Und er sagte, das ist Al-Bayt al-Ma'mur. Jeden Tag beten dort 70.000 Engel. Doch was genau ist dieser Ort? Al-Bayt al-Ma'mur ist eine Art Kaaba, ein Pilgerort, erschaffen für die Engel. Dieser Ort ist den Engeln genauso bedeutsam wie für uns die Kaaba. Al-Bayt al-Ma'mur ist das erste Haus, was für die Anbetung Allahs erschaffen wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeden Tag besuchen 70.000 Engel diesen Ort. Und wenn sie einmal da sind, kommen sie nie wieder zurück. 70.000 Engel! 70.000 Engel! Könnt ihr euch das vorstellen? Wie viele Engel muss es geben, wenn jeden Tag 70.000 Engel dahin gehen und nicht wieder zurückkommen? Und seit wie vielen Jahren geht das schon so? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte weiter über die Malaika: Ich sehe, was ihr nicht seht, und höre, was ihr nicht hört. Der Himmel gibt Geräusche von sich und hat ein Recht darauf, Geräusche von sich zu geben. Es gibt keine 4 Fingerbreitplatz, ohne dass ein Engel seine Stirn für Allah, den Erhabenen, niederwirft. Wenn man sich das einmal vorstellt, scheinen diese paar Milliarden Menschen sehr gering zu sein. Menschen, die auf Erden umherlaufen, sich verhalten, als seien sie die größten Diener, als seien sie die reinsten Geschöpfe, als hätten sie eine so demütige Anbetung zum Herrn der Welten. Nein, die größten Diener sind die Malaika. Die reinsten Geschöpfe sind die Malaika. Die demütigste Anbetung geht von den Malaika aus. Also was maßen wir uns noch an, hochmütig zu sein? Allah subhanahu wa ta'ala hat also die Engel erschaffen.
Er hat sie erschaffen und ihnen bestimmte Aufgaben gegeben. Einige von ihnen verwalten das Universum. Andere sind zuständig für die Sonne, für den Mond, für die Berge, für die Wolken und Meere. Andere Malaika wachen über Jahannam und andere wachen über Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel erschaffen, die sich auf die Suche nach Menschen machen, die Allahs gedenken, sich versammeln und über den Islam reden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt Folgendes darüber. Allah lässt wahrlich einige seiner Engel auf den Straßen laufen, um diejenigen aufzuspüren, die Allahs gedenken. Wenn sie Leute finden, die Allahs gedenken, rufen sie sich gegenseitig zu und sagen, kommt her zu eurem Anliegen. Sie umkreisen sie mit ihren Flügeln in einer Weise, dass sie unmittelbar mit dem ersten Himmel verbunden werden. Einige Engel haben von Allah die Fähigkeit bekommen, eine andere Gestalt anzunehmen. Zu Lut a.s. erschienen die Engel in Gestalt junger Männer. Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat Jibril a.s. in unterschiedlichen Gestalten gesehen. Die Sahaba sahen Jibril einmal als einen Mann mit weißer Kleidung und schwarzem Haar. Als Jibril sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam setzte und ihn nach dem Islam, Iman und Ihsan fragte. Das ist der berühmte Hadith, den wir kennen. In einem anderen Hadith wird berichtet, wie ein Engel einem Blinden, einem Kahlköpfigen und einem Leprakranken in Menschengestalt erschienen ist, um sie zu prüfen. Zu Maryam a.s. erschien der Engel ebenfalls in Form eines Menschen, als er ihr von ihrem Sohn berichtete. Da sandten wir unseren Engel Jibril zu ihr und er erschien ihr in Gestalt eines vollkommenen Menschen. Unter den Engeln gibt es Rangstufen. Jibril kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte, was denkst du über diejenigen unter euch, die bei Badr dabei waren? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind die Besten der Muslime. Daraufhin sagte Jibril alaihi salam, so ist es auch mit den Engeln, die bei Badr dabei waren. Außerdem hat jeder Mensch zwei Engel an seiner Seite, die ihn jeden Tag rund um die Uhr begleiten. Einen Engel zur Rechten, dieser schreibt die guten Taten auf. Und einen Engel zur Linken, dieser schreibt die schlechten Taten auf. Allah subhanahu wa ta'ala hat also die Engel erschaffen. Er hat sie erschaffen und ihnen bestimmte Aufgaben gegeben. Einige von ihnen verwalten das Universum. Andere sind zuständig für die Sonne, für den Mond, für die Berge, die Meere und die Wolken. Einige Malaika wachen über Jahannam, andere wiederum über Jannah. Jeder Mensch hat an seiner Seite Engel, die ihn jeden Tag rund um die Uhr begleiten. Es gibt einen Engel zur Rechten, dieser schreibt die guten Taten auf. Und der Engel zur Linken, die schlechten. Allah nennt sie im Koran Kiraman Katibin, auch bekannt unter den Namen Raqib und Atid. Sind wir uns darüber bewusst, dass wir beobachtet werden? Dass wir Begleiter haben, die alles aufschreiben? Ihnen entgeht nichts. Es ist nicht wie eine Kamera, die mal ausfällt und kaputt geht. Nein, es sind Malaika, die sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht widersetzen, sondern ununterbrochen das tun, wofür sie erschaffen wurden. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Und über euch sind wahrlich Hüter, edle Schreibende, die wissen, was ihr tut. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch einen Wächter für das Paradies bestimmt. Sein Name ist Ridwan. Er wird uns begrüßen, sobald wir das Paradies betreten. Der größte Schrecken wird sie nicht betrüben. Und die Engel werden ihnen entgegenkommen. Das ist euer Tag, der euch versprochen wurde. Einen anderen Engel, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist ein Engel, der den Thron Allahs trägt. Die Entfernung von seinen Ohrläppchen bis zur Spitze seiner Schulter hat eine Entfernung von einer 700-jährigen Reise. Die, die den Thron tragen und die, die ihn umringen, preisen das Lob ihres Herrn und glauben an ihn und erbitten Vergebung für jene, die gläubig sind. Wie klein wir Menschen im Vergleich zu den Engeln sind. Mikael a.s. gehört ebenso zu den gewaltigen Engeln Allahs. Er wird im Koran namentlich erwähnt.
Wer auch immer zum Feind wurde gegen Allah und seine Engel und seine Gesandten und Jibril und Mikael, so ist wahrlich Allah den Ungläubigen ein Feind. Er ist einer der Engel, der verantwortlich für den Regen ist, das Wehen der Winde, das Ordnen der Jahreszeiten und für die Versorgung der Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte Jibril alaihi salam: Warum sehe ich Mikael nie lachen? Er antwortete: Seitdem das Feuer erschaffen wurde, hat Mikael nicht mehr gelacht. Sie wird von 19 überwacht. Und wir haben einzig und allein Engel zu Hütern des Feuers gemacht. وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Und sie werden rufen: O Malik, lass deinen Herrn ein Ende mit uns machen. Er wird sprechen: Ihr müsst bleiben. Neben Malik werden also 19 weitere Engel die Hölle bewachen. Die Kuffar der Quraysh haben sich über die 19 Engel der Hölle lustig gemacht. Sie sagten: Wir sind mehr als 19, wir werden sie überwältigen. Dabei haben sie vergessen, was für gewaltige Engel das sein werden. Jahannam ist kein Spaß. Jahannam ist kein Feuer, das wir aus dieser Dunya kennen. Jahannam ist keine Hitze, welche du von deinem Ofen zu Hause kennst. Kennt ihr jemanden, der Steine als Brennstoff nimmt? Nein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kann es. Eines der Brennstoffe von Jahannam sind Steine. Wie heiß muss dieses Feuer sein, dass es sogar Steine zum Schmelzen bringt? Die Höllenbewohner werden sich wünschen zu sterben, nicht mehr zu leben. Aber nein, sie werden die Strafe kosten und das für alle Ewigkeit. Doch der wohl mächtigste aller Engel ist zweifelsohne Jibril alaihi salam. Er ist das erste Wesen, dem Allah azza wa jal Leben gab. Jibril alaihi salam ist das erste Wesen, dem Allah azza wa jal Leben gab. Jibril wurde erschaffen, bevor Allah subhanahu wa ta'ala die Hölle und das Paradies erschaffen hat. Er ist der mächtigste aller Engel. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sah Jibril in seiner normalen Form. Jibril hatte 600 Flügel und jeder einzelne Flügel füllte den Horizont. Seine Flügel waren wie bunte Tropfen aus Perlen und Korallen. Jibril alaihi salam ist der Engel, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ersten Verse des Koran als Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala überbrachte. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ. Und wahrlich, dies ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten, die von Jibril, dem Vertrauenswürdigen, herabgebracht worden ist auf dein Herz, auf dass du einer der Warner sein mögest, in arabischer Sprache, die deutlich ist. Jibril brachte Idris alaihi salam zum vierten Himmel zum Malak al-Maut, um zu fragen, wie viel Zeit er noch zu leben hat. Als Ibrahim alaihi salam ins Feuer geworfen wurde, war es Jibril, der ihm helfen wollte. Jibril kam auch, um Hajar, der Frau von Ibrahim alaihi salam, dabei zu helfen, in die Quelle des Samsam-Wassers zu treten. Als Yusuf a.s. von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen wurde, stand Jibril a.s. am Boden des Brunnens. Er fing ihn auf und hat ihn getröstet. Jibril a.s. kam in Form eines Mannes zu Maryam a.s. Er gab ihr die frohe Botschaft, dass sie einen Sohn kriegen wird, und das war Isa a.s. Und als man ihn später kreuzigen wollte, war es Jibril, der Isa a.s. hoch zum Himmel nahm. Immer wieder gab es in der Menschheitsgeschichte Tyrannen. Und eines der größten Tyrannen, der lebte, war der Pharao. Ich meine diesen Pharao, der in der Zeit von Musa a.s. gelebt hat. Wir sprechen von diesem Pharao, der sagte: Ana rabbukumul a'la. Ich bin euer höchster Herr. Er war reich, mächtig, einflussreich. Er hörte, dass es bald einen neuen Propheten geben wird, der ihm seine Macht streitig machen wird. Um seine Macht nicht zu verlieren, tötete er jedes neugeborene Säugling. So geschah es eines Tages, dass Musa a.s. und seine Gefährten auf das Meer zuliefen. Pharao und seine Leute hinterher.
Stellt euch diesen Moment vor. Du läufst auf das Meer zu und hinter dir eine ganze Armee, um dich zu töten. Die Situation scheint aussichtslos, hoffnungslos. Es ist so, als ob du in eine Sackgasse laufen würdest. Doch Musa a.s. gab die Hoffnung auf seinen Herrn nicht auf und marschierte weiter. Allah subhanahu wa ta'ala befahl Musa a.s. seinen Stock auf das Meer zu schlagen. Und genau das hat er getan. Und das Meer hat sich gespalten. Pharao und seine Leute immer noch hinterher. Als Musa und seine Gefährten das Meer durchquerten, ging die Spalte des Meeres wieder zu. Pharao und seine Leute haben es nicht geschafft. Er sah den Tod ins Auge. Und dass Musa ein Prophet war, der die Wahrheit gesprochen hat, hatte er schon längst erkannt. Doch als er den Tod ins Auge blickte, dachte er sich, jetzt muss ich Muslim werden. Doch bevor er die Schahade aussprechen konnte, kam Jibril a.s. und stopfte seinen Mund mit dem Schlamm des Meeres, damit Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Barmherzigkeit nicht seine Schahade annimmt. Jibril a.s. sagte, O Muhammad, wenn du nur gesehen hättest, wie ich den Schlamm des Meeres genommen habe und seinen Mund damit gestopft habe, aus Angst, dass die Barmherzigkeit Allahs ihn erreicht. Das war Jibril a.s. Einen weiteren Engel, den wir nicht vergessen sollten, ist der Todesengel, Malak al-Maut. Er wird jeden Menschen zu einem festgesetzten Zeitpunkt abholen kommen. Sprich, der Engel des Todes, der über euch eingesetzt wurde, wird euch abholen. Dann werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Wenn wir an den Tod denken, dann denken wir an ein Ereignis, welches noch weit entfernt ist. Wenn jemand stirbt, den wir kannten, dann fangen wir an, für einen Moment dem Tod zu gedenken. Doch dann vergehen Tage und Wochen und wir finden uns damit ab, dass uns jemand verlassen hat. Wir gehen unserem Alltag wieder normal nach und fangen an, weiter unser Leben zu planen. Wir planen das Leben nach dem Studium, wir planen unsere Hochzeit und unsere Hajj. Und das ist vielleicht normal und richtig. Aber warum planen wir nicht unsere Begegnung mit Malak al-Maut? Für alles andere haben wir Zeit. Für alles andere bereiten wir uns vor. Für alles andere treffen wir Vorkehrungen. Aber für den Tod und die Begegnung mit dem Todesengel bereiten wir uns kaum vor. Dabei ist der Tod der Anfang unseres Lebens. Ob jung oder alt, reich oder arm, stark oder schwach, gesund oder krank, Mann oder Frau, jeder wird den Todesengel treffen müssen. Es ist ein Termin, den du definitiv wahrnehmen wirst, ob du willst oder nicht. Diesen Termin wirst du nicht verschieben können. So, wie du deine Termine in der Dunya verschoben hast. Sollten wir die Grenzen Allahs übertreten und nicht bereut haben, so wird uns der Todesengel in einem Zustand abholen kommen, was Strafe genug sein wird und wir nicht aushalten werden. Wenn wir aber Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam sind und in einem Zustand sterben, in dem wir unsere Sünden bereut haben, dann wird uns der Todesengel in einer Gestalt abholen kommen, auf die wir uns freuen werden. Der Todesengel wird kommen und sagen, O Freund Allahs, Allah gibt dir seinen Salam. Und wenn wir dann in unseren Gräbern liegen und auf den Tag des Gerichts warten, werden zwei weitere Engel kommen, Munkar und Nakir. Und sie werden uns die wohl wichtigsten drei Fragen stellen. Stellt euch diesen Moment einmal vor. Sobald der Mensch in seinem Grab liegt, kommen zwei Engel, Munkar und Nakir. Es wird eng sein, es wird dunkel sein, wir werden Angst haben. Niemand wird uns in diesem Moment zur Seite stehen. Niemand wird uns unterstützen können. Niemand wird für uns antworten können. An diesem Tag müssen wir selbst antworten. Sie werden fragen, Man Rabbuka, wer ist dein Herr? Der Muslim wird antworten, Allahu Rabbi. Man Nabiyuka, wer ist dein Prophet? Der Muslim wird antworten, Muhammadun Nabi. Ma Dinuka, was ist deine Religion? Der Muslim wird antworten, Al-Islamu Dini. Heute kennen wir die Antwort und denken uns vielleicht, diese Frage werde ich schon beantworten können. So einfach ist es aber nicht. An diesem Tag wird unser Herz sprechen. Unser Herz wird auf diese Frage antworten.
Haben wir Geld geliebt und gelebt? Hat sich unser Leben um Geld gedreht? Werden wir auf die Frage, wer ist dein Herr? Vielleicht antworten, mein Herr ist Geld. Und wenn wir glauben, dass es alleine reicht, im Ramadan zu fasten und ab und zu das Gebet zu verrichten, dann können wir uns nicht sicher sein, ob wir damit im Grab vor den Engeln Munkar und Nakir sicher sind. Darum ist es wichtig für uns, ein Leben zu führen, in dem wir uns die Gebote und Verbote Allahs halten, seine Grenzen kennen, wissen, was er subhanahu wa ta'ala von mir verlangt. Israfil alaihissalam ist dieser Engel, der die Aufgabe bekommen hat, Yawm al-Qiyamah einzuleiten und ins Horn zu blasen. Dieser Moment bedeutet das Ende des Diesseits. Es bedeutet das Ende der Dunya. Nun beginnt die Abrechnung. Nun beginnt Yawm al-Qiyamah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte über die Größe dieses Engels: Würden seine Tränen auf die Erde fallen, lösten sie eine Flut aus, wie bei Nuh alaihi salam. Dieser Engel ist darüber hinaus der Wächter des Lauh al-Mahfuz, der verwahrten Tafel des Schicksals. In der Überlieferung heißt es, dass Israfil alaihi salam in einem ständigen Zustand des Weinens ist, denn er weiß, was sich ereignen wird. Er ist der Wächter der Tafel Allah subhanahu wa ta'ala. In ihnen ist alles verzeichnet, was geschehen wird. Während der Nachtreise sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Engel. Der Prophet as-salatu wasallam beschreibt Israfil folgendermaßen: Er hat einen Fuß vor dem anderen. Das Horn hielt er an den Lippen. Er nahm einen tiefen Atemzug und war kurz davor hineinzublasen. Aus seinem Augenwinkel blickte er auf den Thron Allahs, in Erwartung des Zeichens, um in das Horn zu blasen. Es wird der Tag kommen, liebe Geschwister, an dem jeder sterben muss. Niemand wird die Last eines anderen tragen. Du wirst dich nur noch für dich interessieren. Sogar deine Kinder werden dir egal sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sogar Jibril sterben wird. Jibril, der mächtigste Engel, das erste Wesen, was erschaffen worden ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Nachdem ins Horn geblasen wird, wird Allah subhanahu wa ta'ala Jibril, Israfil, Mikael und Malak al-Maut aufstellen und er wird den Todesengel fragen: Wer ist noch am Leben? Der Engel des Todes wird antworten: O Allah, bei deiner Erhabenheit, du bist noch am Leben. Ich, dein Diener Jibril, dein Diener Mikael und dein Diener Israfil. Allah wird antworten: Nimm die Seele von Mikael, und Mikael wird sterben. Allah subhanahu wa ta'ala wird erneut fragen: Wer ist noch am Leben? Malak al-Maut wird wieder antworten: Du, ich, Jibril und Israfil. Er wird antworten: Nimm die Seele von Israfil. Allah subhanahu wa ta'ala wird erneut fragen: Wer ist noch am Leben? Der Engel des Todes wird antworten: Bei deiner Erhabenheit, du bist noch am Leben und dein Diener Jibril ist noch am Leben. Allah wird sagen: Nimm die Seele von Jibril. Jibril wird auf sein Gesicht in eine Form der Niederwerfung fallen und Allah subhanahu wa ta'ala verherrlichen. Dabei werden sich seine Flügel ausbreiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird wieder fragen: Wer ist noch am Leben? Wer ist noch am Leben? Der Todesengel wird antworten: Ja Allah, nur du und ich sind noch am Leben. Dann wird Allah den Todesengel befehlen, seine eigene Seele zu nehmen. Dann stirbt auch Malak al-Maut. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Alles, was auf Erden ist, wird vergehen, aber das Angesicht deines Herrn bleibt bestehen, des Herrn der Erhabenheit und der Ehre. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala fragen: Wem gebührt heute die Herrschaft? Wem gebührt heute die Herrschaft? Wem gebührt heute die Herrschaft? Wem gebührt heute? Meine lieben Geschwister, ich möchte gerne, dass ihr mal über etwas nachdenkt. Was sind diese 70 Jahre, wo du hier auf dieser Erde lebst, im Gegensatz zu der Ewigkeit? Wenn du überhaupt 70 Jahre lebst, ich finde, wir sollten wirklich mal um uns herumschauen und mal das betrachten, was Allah erschaffen hat, diese Schöpfung.
diese Natur, die Tiere, das Universum, wir Menschen, wir sind nicht ohne Grund erschaffen worden. Meine lieben Geschwister, lasst euch nicht von dieser Dunja täuschen. Ihr merkt doch, es ist alles vergänglich. Aber das Paradies, das Jenseits, das ist wahrlich beständig. Die Frage ist jetzt nur, glaubt ihr daran oder glaubt ihr nicht? Meine lieben Geschwister, das war's für heute mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst doch ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr ein Video habt, zu dem ich reacten soll, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare. Für einen Kommentar würde ich mich freuen. Und wir sehen uns inshallah beim nächsten Video wieder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.